klassischen Blockzeichen im Beachvolleyball sind Einfinger, Lineblock, Zweifinger, Dia-Block. Heute konzentrieren wir uns auf den Dia-Block mit der Joe und der Anouk. Im Gegensatz zum Lineblock, wo Joe jetzt in diesem Fall gerade vor mir ist, muss sie im Diagonal eher ein bisschen diagonal seitlich reinspringen. Das hat den Grund, dass man im Diagonalblock eher versucht, Spat zu zeigen am Gegner, was man macht, weil sonst ist die Diagonalhälfte das grosse Feld und relativ einfach zum Spielen. Also, wir machen den Diagonalblock. Joe springt spät rein. Jetzt hat Anouk zwei Möglichkeiten. Entweder bleibt sie diagonal stehen oder sie ist bereit, sich auf die Linie zu verschieben, um allenfalls einen Line-Shot zu erlaufen. Monsterblock. Ah! Voll nicht sehen!